Herzlich willkommen in unserer Küche. Heute machen wir was ganz Besonderes, eine ganz schnelle Nummer. Wir machen Knoblauchbutter selber. Wie das funktioniert, das seht ihr nach dem Intro. Abonniert den Kanal kostenfrei, aktiviert die Glocke und gebt einen Daumen nach oben. Los geht's. Knoblauchbutter ist für mich das absolute Highlight an einem Grillabend. Das ganze Rezept findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Die Zubereitung ist total einfach. Die weiche Butter gibst du in eine Schüssel. Beim Knoblauch entfernst du zuerst den Keim, der schmeckt etwas bitter. Salz gibst du ganz wie du es magst zur Butter dazu. Der Knoblauch wird gepresst und kommt mit zur Butter. Den Schnittlauch schneidest du ganz fein und gibst ihn auch dazu. Jetzt kommt das Besondere. Ich nehme von der Zitrone die Schale und hacke mir die ganz fein. Ich mache ca. einen Teelöffel davon ran. Zum Schluss noch ein ordentlicher Schuss Zitronensaft. Am Ende alles schön miteinander verrühren. Fertig ist die Knoblauchbutter. Wir sind am Ende angekommen und so sieht es ja aus, die Knoblauchbutter. Also perfekt, schön weich. Schön knoblauchig, leichte Salznote, Zitronenaroma und der Schnittlauch darin. Tolle Sache. Macht's nach. Schreibt in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Macht's gut.